Moin, willkommen zurück zu meinem Unboxing. Ja, zweites Video der Record Store Day. Das letzte auch wieder der Record Store Day 2024 Unboxings. Und zwar haben wir hier Trey Parker, Matt Stone. Und zwar das 20 Jahre Anniversary South Park Konzert auf Vinyl. Ich weiß nicht, ob es echt zu doof. Dumm. Ja, exklusive Limited Numbered Edition. Das habe ich actually. Jetzt kann ich gecheckt, dass die Nummer ist. genau. Und das Ganze kommt auf einer Triple Vinyl. Hier ist die Nummer. Und das Ganze ist hier in Tauli Blue Wax. Mit dem. Ja. Mit Tauli hier auf der. Auf dem Cover. Und hier, das habe ich letztens von entdeckt. Hier sind so die kleinen. Ne? In allen vier Ecken hier. Das ist schon witzig. Witziges. Ne, Easter Egg würde ich es nicht nennen, aber es ist witzig. So, ich versuche wie immer meinen Sticker abzulösen. Mal gucken, ob das diesmal besser gelingt als bei den anderen. Bis gleich. So. Und jetzt gucken wir uns nochmal in aller Ruhe an den Sticker. Da ist er nämlich. Ne, Celebrating 50 Jahre auf South Park. South Park, lol. Genau. So weit, so gut. Jetzt können wir das Artwork in voller Umfang betrachten. Warum ist das Cover, das Handtuch, was immer drauf ist? Das ist ja. So. Und das mache ich jetzt mal hier hinten auf. Wie gesagt, das Ganze kommt auf einer als Triple Vinyl. Wusste ich jetzt sicherweise auch nicht. Also ich wusste vieles nicht. aber als Triple Vinyl, das ist doch immer eine coole Geschichte. Ich glaube, so viel Triple Vinyl habe ich auch gar nicht. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob das überhaupt in das Sleeve passt, was ich gerade vorbereitet habe. Ich hoffe mal. Oh Gott. Da ist er. Hier geht das gleiche wie bei allen anderen Videos auch. Ich kann jetzt noch nicht wirklich was in der Beschreibung verlinken, weil das Album, ich glaube, es gibt es gar nicht auf Spotify. Aber ich versuche euch, wenn ich was finde, versuche ich was in der Beschreibung zu verlinken. Wenn ich nichts finde, verlinke ich zumindest die Record Store der Seite. Da könnt ihr mal gucken, ob bei euch noch ein Record Store ist, wenn ihr das haben wollt, und gucken, ob die das eventuell haben oder nicht haben. Wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall witzig. Ich finde es sehr, sehr witzig. Oh Mann. So, dann klappen wir hier mal direkt auf. Oh mein Gott. Okay. Ah, hier sind Bilder aus dem Konzert zusammen mit ein paar Credits. Alle hier schön im South Park-Style gehalten. So, jetzt stelle ich mir die Frage. Ah nein, okay. Es sind anscheinend auf einer. Okay, auf einer Seite sind ist eine, auf einer Seite sind zwei Platten drin. Das ist kein Triple Gatefold, sondern das ist wirklich eine. Genau. Oh Gott. Das ist schon wieder ein absoluter Fiebertraum hier. Moment. So. Das ist das eine Sleeve. The actual fuck. Und hier hinten drauf sind Lyrics. Interessant. Ja, Lyrics und Bilder, weitere Bilder von der Show. Also immer, ich denke auch von dem Lied immer jeweils, ne? Witzig. Okay, dann schauen wir mal rein, wie es drinnen aussieht. Ach du Scheiße. Da haben wir sie. Das sieht schon geil aus. I like. I like this one. Das ist sehr cool. Da freue ich mich aufs Hören, actually. Also freue ich bei allen Platten aufs Hören, aber das gibt mir gerade eine besondere Freude. So, hier auf der anderen Seite sind zwei Platten drin. Das machen wir mal nacheinander. So, meins. Also in dem Fall dann Nummer 2.
die Stilisation wieder mit den Lyrics und den Bildern. Und das ist sehr cool gemacht. Ich mag es sehr gerne. Es ist halt, es ist schön bunt. Ah, guck mal, so das Label hat eine andere. Ist immer anders. Cool. Cool, 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 cool. Ich frage mich jetzt schon, wie ich das für das Thumbnail platzieren möchte. Ja, gut, wir hatten schon andere drei Platten Vinyls, aber. Ach du Scheiße. What the fuck? Okay. Okay, I guess. Hier sind nochmal Credits und. Ja. So viel dazu. Gucken wir nochmal rein, wie es drinnen aussieht. Ja. Nee, ich finde, das ist sehr kreativ und cool gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man ja auch mal Props lassen, wenn das gut gemacht ist, ne? So, war's das jetzt? Ja. Okay. Gut. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich versuche zu verlinken, was zu verlinken geht. Ich kann mal die Seite hier zeigen. Da kann man mal den ganz genauen Titel lesen. Ich weiß nicht, wie ich das. Okay. Ich überlege mal was. Cool. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.